Mahlzeit, Freunde, willkommen zum nächsten Rise of Kingdoms Video hier auf dem Kanal. Mittlerweile hatte ich etwas Zeit, mich mit Kommandanten zu beschäftigen, das ist ja mit quasi das wichtigste Thema hier in Rise of Kingdoms. Und ich sehe mich langsam in der Position, euch da ein paar Tipps mitgeben zu können. Wir werden heute die Serie starten, Kommandanten Spotlight. Das bedeutet, wir werden uns nach und nach jeden Kommandanten mal anschauen und dort bestimmte Kategorien besprechen. In diesem Format möchte ich einmal mit euch besprechen allgemeine Informationen zu den Kommandanten, dann welche verschiedenen Talentpunkteverteilungen oder Talentbäumeverteilungen gibt es für die einzelnen Kommandanten. Da gibt es ja nicht immer nur eine Möglichkeit, wie man am besten die Talentpunkte verteilen kann. Dann will ich mir mit euch natürlich, das ist ja auch sehr, sehr wichtig bei den Kommandanten, die besten Paarungen angucken. Hierbei werden wir immer noch unterscheiden zu Free-to-Play und Pay-to-Win. Das bedeutet, ich werde jetzt nicht euch andauernd vorschlagen, dass ihr als zweiten Kommandanten oder als ersten Kommandanten den Richard nehmen sollt, ja, weil es natürlich ziemlich unwahrscheinlich ist, dass ihr in nächster Zeit den Richard auf Expertise oder sowas kriegt. Also da werden wir auch nochmal immer zwei verschiedene Möglichkeiten mindestens bei den Paarungen besprechen und das soll auch das Format sein. Wir werden heute mit den Mundeok starten. Ich hoffe, das Format gefällt euch. Hier nochmal kurz eine kleine Werbung in eigener Sache. Ich habe einen eigenen Discord-Server, den ich mit, kann man schon fast sagen, Kollegen betreibe. Dort sind auch alle Talentpunkteverteilungen hinterlegt. Dort gibt es ein paar Videos verlinkt zu Tipps und Tricks zu Rise of Kingdoms. Generell einige Tipps zu Rise of Kingdoms. Also, wenn ihr Bock habt, ja, ist natürlich euch überlassen. Dort sind viele Tipps zu finden. Dort könnt ihr immer Fragen stellen, euch mit anderen Rise of Kingdoms Spielern austauschen. Also schaut mal in dem Discord-Server vorbei von mir. Link ist in der Beschreibung und jetzt beginnen wir auch direkt mit dem ersten, ja, Kommandanten-Spotlight, Mundeok. Da sind wir auch schon bei den guten Mundeok. Ihr werdet es nicht perfekt sehen, weil wahrscheinlich meine Birne davor ist, aber wir haben hier, also wir gehen jetzt auf die allgemeinen Informationen ein, wir haben hier drei Eigenschaften für die Talentbäume. Einmal Infanterie, Garnison und Angriff. Ich glaube, im Englischen heißt Angriff Nuker oder so. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Und das lässt natürlich auch schon darauf schließen, was im zweiten Teil dann gleich kommt, nämlich die Talentbäume. Also was man dort so alles für verschiedene Möglichkeiten hat. Was ist noch allgemein zum Mundeok zu sagen? Er ist von der Nation Korea. Das bedeutet, die Leute, die Korea ausgewählt haben, haben dort dann auch eine etwas leichtere Möglichkeit, also kommen dort etwas leichter an Skulpturen von Mundeok. Zusätzlich muss man sagen, Mundeok ist ein epischer Held, das bedeutet, beziehungsweise Kommandant, das werde ich immer verwechseln, dafür bin ich einfach zu vorbelastet von anderen Spielen. In jedem anderen Spiel hießen die Teile einfach immer Helden und jetzt muss ich mich auf Kommandanten einstellen. Das kann ich euch schon mal hier für den Kanal sagen, das werde ich nie im Leben mehr hinkriegen. Ich glaube, ich habe vor Rise of Kingdoms einfach circa 2 Millionen Mal Helden gesagt und jetzt auf einmal Kommandanten, könnt ihr vergessen, werde ich immer vertauschen. Aber ihr wisst, was gemeint ist. So, also es ist ein epischer Kommandant, das bedeutet, durch diese ganzen täglichen Belohnungen oder durch diese täglichen Quests, da kriegt man ja 4 epische Kommandanten-Skulpturen dann durch das VIP-Level. Also was ich damit sagen will, er ist Free-to-Play auf jeden Fall in einem gewissen Zeitraum auf Expertise zu kriegen. Und deswegen natürlich auch sehr interessant, vorausgesetzt, ihr zieht jetzt nicht alle epischen Kommandanten gleichzeitig hoch, was ich euch wirklich nicht empfehlen würde. Was gibt es noch anzumerken? Wir können uns also seine Fähigkeiten angucken. Wir haben hier, das haben viele epische Kommandanten, einen direkten Schadensfaktor als erste Fähigkeit. Als zweite Fähigkeit etwas, was vielleicht nicht so interessant ist für den Mundeok, außer ihr nutzt ihn auch wirklich für die Garnison, also für die Verteidigung. Seine zweite Fähigkeit erhöht halt den Verteidigungsbonus. Seine dritte Fähigkeit perfekt für Infanterie, das lässt auch schon mal darauf schließen, wofür man ihn meistens als Nicht-High-Casher nutzt. Dann als vierte Fähigkeit, wenn er angegriffen wird, hat Mundeok eine 10% Möglichkeit, den eigenen Truppenschaden in der nächsten Runde um 20% zu erhöhen. Denn hier durch Erhöhen dieser Fähigkeit erhöht man nochmal diese 20% auf bis zu 100%. Und seine Expertise erhöht den Angriff von Infanterieeinheiten um 15% und die Verteidigung von Infanterieeinheiten 15%. Also er hat alleine zwei Fähigkeiten, die sehr gut für Infanterie sind. Das lässt natürlich jetzt schon darauf schließen, worüber wir jetzt im nächsten Teil sprechen, nämlich die Talentbäume.
Ich kann ihn nur wirklich als Infanterieheld empfehlen. Das heißt nicht, dass er jetzt als Verteidigungsheld nicht taugt, aber ich sag mal so, als Free-to-Play-Spieler oder als Low-Casher hat man jetzt für die Infanterie erstmal keine bessere Möglichkeit. Natürlich gibt es Richard und so weiter, aber wie lange ihr wohl da braucht, den auf Expertise zu kriegen, das will ich jetzt hier mal nicht mutmaßen. Deswegen, wir gehen jetzt mal direkt im nächsten Schritt zu den Talentbäumen. Talentbäume, hier von dem guten Mondeok. Kurz Werbung in eigener Sache. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr das Format weiter sehen wollt. So, nur dadurch erfahre ich, was ihr sehen wollt und was ihr nicht sehen wollt. Deswegen sind diese Bewertungen so wichtig. Und teilt das Video, so wächst unsere Deutsch-Community. Ihr kennt ja den Rest, ja? Will euch da nicht, damit auch nicht immer nerven. So, nochmal muss ich aber auch hier an der Stelle nochmal ein kleines Shoutout geben an Legendary Ronnie, weil diese Screenshots, die wir jetzt hier sehen, die uns natürlich einiges vereinfachen, die habe ich nicht selber gemacht, sondern die kommen von Legendary Ronnie. Also an der Stelle Dankeschön. So, ihr könnt auch gerne mal bei ihm vorbeischauen, ist einer und wenn nicht sogar der größte englische YouTuber. Wir haben jetzt hier einmal Mixtruppen. Ich will auch gar nicht zu sehr auf diese einzelnen Punkte eingehen, sondern einfach nur sagen, was man hier zu sehen bekommt. Mixtruppen bedeutet, ihr greift an mit Kav, Fern, Infanterie gleichzeitig. Das bedeutet, wir haben gerade gesehen, wir haben hier drei verschiedene Eigenschaften, einmal Verteidigung, einmal Angriff und einmal Infanterie. Das bedeutet, am Anfang setzt ihr eure Skill Points, natürlich also eure Talentpunkte, erstmal in den Angriffstalentbaum, weil ihr wollt ja alle Truppen boosten, nicht nur Infanterie. Und Verteidigung schon mal gar nicht, weil wir reden jetzt hier vom Angreifen. So, also die grünen Talentpunkte sind die, die ihr als erstes verteilt, sieht man ja auch bis Level 30, dann müsst ihr euren Kommandanten ja erstmal hochstufen, dann könnt ihr die roten Talentpunkte verteilen, ja, die gehen dann bis Level 40 und so geht das dann immer weiter, ist denke ich selbsterklärend. Auf diesen Mixtroops Talentbaum will ich nicht so viel eingehen, weil ich selber noch nicht mit Mixtruppen angreife und ich ihm wie gesagt für einen Infanteriekommandanten empfehlen würde und deswegen trotzdem, wenn ihr Mixtruppen machen wollt, ja, weil ihr irgendwie Glück hattet mit den Richard und deswegen dort dann den Mondeok nicht braucht für die Infanterie, dann kann ich euch diesen Talentbaum empfehlen. Als nächstes sprechen wir zusammen den Verteidigungstalentbaum oder Garnison. Das ist für mich der am unwahrscheinlichsten eintretende Fall, deswegen möchte ich darauf nicht so lange eingehen. Warum ist es für mich der am unwahrscheinlichsten eintretende Fall, dass man ihn auf Verteidigung skillt oder seine Talentpunkte auf Verteidigung verteilt? Weil wir haben im epischen Bereich oder im Free-to-Play-Bereich jetzt nicht so viele gute Infanteriehelden. Das bedeutet, die meisten werden ihn wahrscheinlich für Infanterie nutzen. Bei Garnison muss man trotzdem, wenn man sich dazu entscheidet, ihn für die Verteidigung zu nutzen, muss man jetzt hier nicht bei so viel beachten, worauf skillt man natürlich. Man macht den kompletten Teil der Verteidigung voll. Ja, also das ist auch das, was man direkt als erstes macht. Und ab Level 50 konzentriert man sich dann darauf, dass man noch ein paar Angriffsboost mitnimmt. Man sieht das auch hier, hat man dann so ein bisschen verteilt. Mal hier nimmt man rechts bei den Talentbaum ein bisschen was mit, was den Angriff noch boostet. Und dann einmal oben bei Infanterie noch. Das war's dann auch schon. Das ist kein großes Geheimnis, ist auch quasi bei allen Verteidigungshelden gleich, wenn man die auf Garnison skillt. Man macht den Garnison-Talentbaum voll und dann guckt man nochmal, dass man ein paar Angriffswerte mitnimmt. Da gibt es kein Geheimnis bei. Ja, aber wie gesagt, für mich ist der interessanteste Teil hier die Infanterie-Skillung, die wir uns jetzt anschauen. Ja, kommen wir mal zum Infanterie-Talentbaum und da gibt es auch wenn es der Talentbaum ist, den ich euch empfehlen würde, gibt es da jetzt gar nicht mal so viel zu sagen. Wie gesagt, empfehlen immer subjektiv. Ich weiß ja nicht, für was ihr ihn nutzen wollt, aber ich nutze ihn für Infanterie und da kann ich euch das so empfehlen. Um den Infanterie-Talentbaum, also den oben, mal zusammenzufassen, was man dort eigentlich für Boost bekommt. Es kann ja auch für euch interessant sein, was ihr da überhaupt hochstuft, ja. Also nicht einfach nur blind die Talentpunkte reinsetzen und ja, was passiert jetzt eigentlich. Also man kann den Talentbaum grob zusammenfassen in: die Infanterie erhöht sich in Form von Verteidigung, also die Werte der Infanterie erhöht sich in den Form von Verteidigung, Gesundheit und Angriff und zusätzlich wird auch noch das Marschtempo erhöht. Also die vier Sachen werden eigentlich grundlegend durch diesen gesamten Talentbaum geboostet. Natürlich sind da noch vereinzelt ein paar Unterpunkte bei, die noch ein bisschen was anderes boosten, aber so kann man grob diesen Talentbaum zusammenfassen. Da muss man jetzt nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehen. Ja, und
danach, wenn man das gemacht hat, also man braucht 44 Talentpunkte, dann hat man diesen Infanterie-Talentbaum voll. Dann versucht man noch unten rechts so ein bisschen Angriff und Schaden rauszuschlagen. Zum Beispiel, da, ihr seht ja diese drei Wellen, da kriegt ihr noch eine Schadenserhöhung. Also das ist im Prinzip auch dasselbe, was wir schon beim Verteidigungsbaum gesagt haben, ja. Also wenn man dann diesen Main-Baum voll hat, was hier die Infanterie ist, dann versucht man halt noch so ein bisschen Damage rauszuhauen. Ich würde euch auch empfehlen, wirklich diese Reihenfolge zu übernehmen, denn es macht jetzt nicht Sinn, einfach wild irgendwie die Talente reinzukloppen, weil man sich denkt, ja, ist ja Infanterie, das ist der Infanterie-Talentbaum, wird schon irgendwie passen, denn ihr werdet natürlich, gerade die, die jetzt noch nicht so lange spielen, am Anfang ihn nicht direkt auf Level 60 oder so haben, denn das dauert natürlich sehr lange oder selbst Level 50 dauert lange. Das bedeutet, wenn ihr da jetzt irgendwie blind die ganze Zeit zufällig diese Marschtempo-Sachen trifft, ne, habt ihr euch natürlich selber so ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten, denn ihr wollt am Anfang natürlich auch dann, dass eure Infanterie ordentlich Damage macht und nicht nur, dass sie schnell rumläuft. Also achtet darauf, dass ihr da dann auch quasi das, was hier bei dem Bild vorgegeben ist, auch übernimmt. Also erst den grünen, dann den blauen, erst den grünen, dann den roten, dann den blauen und dann den gelben Teil des Talentbaums. So, das ist auch, mehr muss man dazu eigentlich auch nicht sagen. Ist ja kein Geheimnis so, diese Talentbäume. Und jetzt, was für euch noch interessant sein könnte, weil ich mit euch noch besprechen möchte, ist, mit welchen Kommandanten kann man den Mundeok denn spielen? Natürlich jetzt hier bei uns speziell für Infanterie und das werden wir jetzt im letzten Teil dieses Videos besprechen. Willkommen, Ladies and Gentlemen, zurück hier im Spiel. Und zwar möchten wir jetzt zusammen die Kombinationsmöglichkeiten von Mundeok besprechen. Das heißt, mit welchen Kommandanten harmoniert er sehr gut. Wir haben es jetzt gerade schon gesehen, ich hatte den Richard gerade schon auf, denn für Infanterie sind die beiden natürlich ein Dreamteam, kann man fast sagen. Aber ich kann jetzt nicht von jemandem irgendwie verlangen, dass er den Richard hat. Ja? Deswegen möchte ich mit euch natürlich die Free-to-Play-Lösung durchgehen, um jetzt aber trotzdem auch noch eine zweite Pay-Möglichkeit in Anführungsstrichen. Man kann die natürlich auch Free-to-Play kriegen, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Charles Martel ist auch eine gute Kombination mit Mundeok. Welche Kombination, sage ich mal, vom Kosten-Nutzen-Faktor sehr, 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 sehr gut ist, ist Mundeok und zweiter Held Scipio. Scipio ist natürlich ein Held, beziehungsweise ein Kommandant, der jetzt, wenn wir die Fähigkeiten mal durchgehen, jetzt nichts wirklich hat, was speziell für Infanterie ist, ja. Aber er hat viele Fähigkeiten, die ziemlich gut sind beim Angreifen. Ja, sei es jetzt hier die Fähigkeit, verstärke den Schaden um 1% auf die Stadt des Statthalters, des anderen Statthalters, ist sehr, sehr gut, wenn man im offenen Feld dann kämpft und irgendwelche Burgen angreift dann anschließend. Dann haben wir hier eine Fähigkeit, die ich jetzt schon auch, ja, nach und nach mache ich halt die Fähigkeiten so auf 5, ne? Also ich lasse mir da Zeit. Dann haben wir hier eine Fähigkeit, Gegenschlag, Schadensbonus und verringert den erlittenen Schaden. Also alles Fähigkeiten, die zwar allgemein sind, aber die auch natürlich dann auf die Infanterie zutreffen. Ne? Wenn man jetzt mit Mundeok auf Infanterie geskillt ist, mit Infanterie angreift, profitiert natürlich dann die Infanterie von diesen Fähigkeiten. Und Scipio ist so ein Held, den machen sich sowieso die meisten. Ja? Da werden wir dann vielleicht auch, wenn euch das Format gefällt, dann im nächsten Teil über Scipio reden. Und deswegen ist das natürlich eine sehr, sehr gute Kombinationsmöglichkeit, weil den Scipio haben die meisten eh hochgestuft und die Fähigkeiten von dem meistens hochgestuft. Da muss man sich dann nichts Spezielles mehr überlegen und kann den ziemlich gut zusammen mit dem Mundeok spielen. Manche nutzen auch Joanna, ja, sehr, sehr gute Heilerin, aber habe ich jetzt persönlich noch nicht so oft gesehen, wird aber oft in Foren und auch von englischen YouTubern erwähnt, ja. Dann gibt es natürlich noch eine, die möchte ich trotzdem auch erwähnen, auch wenn wir jetzt nicht drüber gesprochen hatten, dass ich den selber für Garnison nutze, aber wenn ihr ihn mit Garnison nutzt, kann ich euch empfehlen, könnt ihr den Hermann mit ihm kombinieren oder den Sun Tzu. Das sind zwei sehr, sehr gute Möglichkeiten für die Garnison und den Mundeok, also Mundeok, Hermann, Mundeok, Sun Tzu. Die beste Möglichkeit wäre natürlich darauf, ja, arbeite ich auch so gesehen hin, die beste Möglichkeit wäre natürlich Charles Martel Mundeok dann zum Beispiel oder Charles Martel Sun Tzu. Das sind sehr, sehr gute Verteidigungskombinationen. Aber ja, wie gesagt, hauptsächlich würde ich ihn halt für Infanterie nutzen. Da kann ich euch den Scipio empfehlen. Entschuldigung, wenn ich ihn falsch ausspreche. Oder
ihr seid sehr, sehr aktiv oder macht ein bisschen von dem hier, dann könnt ihr natürlich zum Beispiel den Richard benutzen. Ich denke mal, fürs erste Heldenvideo reicht das hier. Ich hoffe, ich habe alles ziemlich gut erklärt. Hier ist auch immer wieder an der Stelle zu sagen, an die erfahrenen Rise of Kingdoms Leute, wenn ihr weitere Tipps habt für die Community, bitte in die Kommentare schreiben. Ja? Lasst uns da zusammen immer die meisten und besten Informationen zusammentragen. Die meisten Informationen. Natürlich die besten Informationen einfach nur, damit da auch jeder wirklich einen Plan hat, was er machen soll und ja, viele Fehler sich dadurch dann auch vermeiden lassen. So, das war's zum Video heute. Wie gesagt, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß beim Rise of Kingdoms zocken und bis zum nächsten Video. Ciao.